Herzlich willkommen zum Soul Food Journey Podcast. Mein Name ist Kira und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast zum Interview mit Nadine Eckmann. Bevor wir starten, möchte ich hier noch ganz kurz sagen, dass ich mich riesig freuen würde, wenn du ein Teil unserer Soul Food Community bei Facebook wirst. Du findest die Gruppe unter dem Namen Essstörungen als Wegweiser verstehen. Dort sind unglaubliche Menschen, mit denen du dich jederzeit austauschen kannst und zudem noch weiterhin wertvollen Input bekommst. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen im Soul Food Journey Podcast, liebe Nadine. Ich freue mich riesig, dass wir heute hier sind, über dich, deine Reise und vor allem auch über dein Buch sprechen werden. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch, hier zu sein. Es ist ja meistens auch sehr, sehr spannend, wie so Interviews ablaufen und die sind auch sicherlich immer unterschiedlich und ich kann mir vorstellen, gerade weil du ein Buch geschrieben hast und mit einem Buch auch unterwegs bist, auf Lesungen und Veranstaltungen und in der Öffentlichkeit präsent bist, hast du sicherlich schon unterschiedliche Interviewerfahrungen gemacht und ja, ich bin gespannt, wie sich heute unser Gespräch entwickelt, da es sich meistens von ganz alleine wirklich entwickelt, weil es einfach ein Gespräch ist zwischen zwei Menschen, die eine Reise hinter sich gebracht haben oder auch noch immer natürlich auf einer Reise sind. Das Leben ist eine Reise. Doch ich würde dich zu Beginn, damit alle, die zuhören, mal ein Gefühl für dich und von dir bekommen und wer du auch irgendwo bist als Mensch, als Persönlichkeit, nimm uns doch mal ein Stück weit mit in dein Leben, wer du bist, was dich prägt, was dich ausmacht, was dir Spaß macht, was du sagen möchtest. Ja, gerne. Also mein Name ist Nadine Eckmann und ich bin 25 Jahre alt und komme aus der Nähe von Münster, also im Münsterland. Und ich bin auch erst seit kurzem wieder zurück in Deutschland. Ich war für knapp 3 Jahre im Ausland, in Irland. Das hat, glaube ich, mich unglaublich geprägt, die Erfahrung. Mir hat total viel Spaß gemacht. Ich habe super viele Menschen kennengelernt. Und das war für mich auch ein erster Schritt, etwas zu wagen nach der Magersucht, die ich nämlich vor ungefähr jetzt 8 bis 9 Jahren hatte. Das ist für mich eine riesengute Erfahrung und mein Mann und ich, wir haben uns in Irland kennengelernt. Wir sind cool. wir sind jetzt seit Mai zurück hier in Deutschland und ich arbeite als Pressereferentin beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Paderborn. Ja, und habe nebenbei ein Kochbuch geschrieben, Magersüchtigen helfen soll, wieder Mut im Leben zu finden. Das sind ganz viele spannende Dinge und ich freue mich einfach darüber, was gerade so passiert. Ja, und das war ja auch eine lange, lange Zeit, die dich, die Essstörung, die Magersucht, die dich begleitet hat. Kannst du uns mal so in die Vergangenheit mitnehmen? Stell dir vor, wir machen eine kleine Vergangenheitsreise oder eine Reise durch deine Vergangenheit. Und wenn du dabei das Gefühl hast, da waren bestimmte Dinge, da waren bestimmte Momente, Erkenntnisse, Situationen, die haben immer wieder dazu beigetragen, dass ich einen Schritt vorwärts gegangen bin. Vielleicht kannst du diese Reise von hinten aufrollen, damit wir einfach mal hören können, was da so nach und nach, also was sich getan hat, wie die Entwicklung stattgefunden hat, bis zu dem, ich gehe nach Irland, gleich für 3 Jahre da, heirate und schreibe ein Buch. Genau. Ich glaube, wenn wir jetzt in die Vergangenheit zurückgehen, landen wir so im Jahr 2009, 2010. Das war ungefähr 2 Jahre vor meinem Abitur, wo ich in die Magersucht geraten bin. Ich war schon immer ein Mensch, ich musste mir eigentlich über Gewicht und sonst wie nie Gedanken machen und hab mir nie Gedanken gemacht. Und plötzlich bin ich in diese Krankheit reingeraten und das kam total schleichend, dass ich angefangen habe, weniger zu essen oder extrem kontrolliert zu essen, mir Dinge nicht mehr zu erlauben, so Süßigkeiten wegzulassen und alles, was eben dazugehört. Und
also ich habe am Anfang auch gar nicht realisiert, was ich da tue und schon gar nicht, warum das jetzt eigentlich so passiert. Und das hat sich dann so hingezogen und ja, also die richtige Diagnose kam dann auch erst 1,5 Jahre später, wo dann Freunde und Familie gesagt haben, also Nadine, so kann das nicht weitergehen. Ich hatte dann 15 Kilo abgenommen. Mhm. Also das ging irgendwie total schnell, aber hat sich trotzdem halt auf diese lange Zeit hingezogen. Und dann kam ich dann irgendwann ins Krankenhaus und der Arzt meint dann zu mir, ja, also ich weiß nicht, ob ich sie hier morgen noch leben wieder finde. Also das war schon also so eine Extremsituation, wo ich halt auch gemerkt habe, was ich da eigentlich tue. Also diese Aussage von jemandem, der mich eigentlich überhaupt nicht kennt. Genau, das war ungefähr ein Jahr vor meinem Abitur, wo das Ganze dann so extrem ins Rollen gekommen ist, wo ich dann auch einen Klinikaufenthalt gemacht habe. Der hat 3 Monate gedauert und irgendwie hat mir dieser Klinikaufenthalt gezeigt, dass ich eigentlich für mein Leben kämpfen muss. Und ich habe gemerkt, dass ich das eigentlich beinahe verloren hätte. Seit diesem Zeitpunkt versuche ich halt, die Krankheit aufzurollen, selber zu verstehen, warum ich da reingeraten bin. Und eins der Gründe war ganz bestimmt der Perfektionismusanspruch, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug. Oder gerade in der Abiturzeit, wo es ganz viel auch um Zukunftsfragen und auch Ängste geht, die man hat, da hat mich die Krankheit plötzlich begleitet und war für mich etwas, das nur ich kontrollieren konnte. Obwohl ich ja am Ende die Kontrolle total verloren hatte, aber das Gefühl hatte ich erstmal nicht. Ja, und dann ist natürlich die Zeit nach dem Klinikaufenthalt die schwierigste Zeit, weil man plötzlich wieder im Alltag ist, wo alles angefangen hat, wo alles begonnen hat. Aber ich hab mir gewünscht, dass ich mein Leben wieder aufbauen kann und es auch wieder genießen kann. Und das hat einfach ein paar Jahre gebraucht. Und so kam das Ganze erstmal ins Rollen. Und dann entstand der Wunsch, nach Irland zu gehen. Einfach, weil ich mich dann nach einer Weile auch selber so testen wollte und auch meinem Umfeld zeigen wollte, dass ich auch irgendwie alleine wieder klarkomme, ohne dass man auch ständig auf mich achtet oder mich kontrolliert auch. Das ist ja dann auch häufiger mal passiert, dass man dann doch noch geguckt hat, ist sie denn genug und so. Und dann bin ich für den Freiwilligendienst in Irland gelandet. Habe vorher, also das war dann nach dem Abitur und so, ich habe dann studiert, also das kam alles noch davor. Ja. Das war auch, ja, auch eine anstrengende Zeit, dass man plötzlich auch Verantwortung hatte für das Studium und so und viel Stress. Und das kann natürlich auch nochmal, ja, sich auch negativ auswirken. Hat es zum Glück aber nicht. Also ich bin nie wieder rückfällig geworden seit dem Klinikaufenthalt. Und nach dem Bachelorstudium entstand dann so der Wunsch, dass ich nach Irland gehe, weil mich dieses Land schon immer fasziniert hat. Ich finde die Menschen total super und die Landschaft einfach unglaublich schön. Und dann habe ich dort ein Jahr mit älteren Menschen gearbeitet. Und das hat mir gezeigt, dass ich so angenommen werden kann, wie ich bin, ohne dass ich dafür jetzt irgendwas Großartiges leisten muss. Also da war ich ja einfach nur ich und ich hab mit den älteren Menschen Zeit verbracht und das hat denen ausgereicht. Und ich glaube, da habe ich so gemerkt, dass ich mich selber wieder annehmen kann. Okay, ja. Okay bin. Ja. Ja, und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich noch ein Jahr geblieben bin. Ich habe meinen Master in Irland gemacht. Und da auch meinen Mann kennengelernt und da hat sich ganz, ganz viel entwickelt. Ich bin diesem Land auch natürlich auch immer noch sehr verbunden. Aber dann entstand auch der Wunsch von meinem Mann und mir, nach Deutschland zu gehen, zu meiner Familie und hier unser Leben aufzubauen. Und jetzt sind wir hier seit Mai, genau. Seit Mai, ja. Genau, und in Irland hat sich quasi auch dann der Wunsch ergeben, dieses Buch zu schreiben, weil ich ganz viel auf Märkten unterwegs war. Das war zu der Zeit in Irland so ein Hype, der angefangen hat, dass Irland auch zeigen wollte, dass die kulturell was können. Weil man auch da immer so Adi und Essen, da gibt es da irgendwie nur Kartoffeln und ein bisschen Gemüse so. Ja. Dann sind so ganz viele Köche aus dem Boden geschossen und
ganz viele Veranstaltungen sind, also das war so ein Riesenhype, der da passiert ist. Das war halt genau zu dem Zeitpunkt, wo ich da war. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie Lebensmittel auch vielfältig sein können und dass man sich mit denen beschäftigen kann, dass Leute da Events draus machen und sich daran freuen. Und so ist das mit der Buchidee auch entstanden oder mit dem Wunsch, da was zu tun. Ja, auch eine wunderschöne Idee. Denn dein Buch heißt ja, oder ist seit April 2018 ist es ja da, also auch physisch zum Anfang. Ja, und es hat ja auch einen wunderschönen Titel, wie ich finde, denn es heißt ja Goodbye Magersucht, mein Kochbuch für ein neues Leben, was ja im Grunde genau auf den Punkt bringt, was du sagst oder was du sagen möchtest und dein Weg bestimmt auch mit Sicherheit so einen Rahmen gibt oder so einen Oberbegriff gibt, so wie du es erlebt hast. Du hast vorhin gesagt, dass dir das in der Klinik ist dir richtig bewusst geworden, was hier eigentlich vorher, die Zeit davor, was das eigentlich wirklich bedeutet hat. Also du hast es vorhin so schön beschrieben, beziehungsweise es war einfach schön zu spüren und auch zu hören, wie sich das entwickelt hat von ich realisiere das gar nicht hin zu oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich möchte mich verstehen lernen. Was glaubst du und inwieweit ist es dir heutzutage bewusst, was waren so Dinge, die dazu geführt haben, dass du es nicht realisieren konntest? Was waren so Dinge, die vielleicht auch oder sicherlich unterbewusst eine Rolle gespielt haben, die dazu geführt haben, dass du unterbewusst an diesem System, an der Essstörung, an der Magersucht festgehalten hast, bis zu diesem Punkt, wo du überhaupt richtig gesehen hast, was hier passiert? Das ist eine total gute Frage und ich glaube, also die Antwortsuche geht auch heute immer noch weiter, weil ich realisiert habe, dass das Thema Magersucht, das ist ein Riesenkomplex. Es gibt nicht nur einen Grund, es gibt so viele Gründe, warum man in diese Krankheit rutscht. Und ich glaube, unterbewusst war der Hauptgrund, warum ich daran festgehalten habe, ohne das irgendwie zu realisieren, ist, dass einen die Krankheit so komplett einnimmt. Ich hatte das Gefühl, die Krankheit macht eine ganz neue Person aus mir und dass ich mich selber dann gar nicht mehr spüren oder überhaupt realisieren kann. Also irgendwie die Nadine 1.0 hat nicht mehr existiert und ich war ein ganz anderer Mensch. Also eigentlich mag ich total gerne auch mit Leuten zusammen sein oder mich unterhalten oder irgendwo hinfahren, aber das habe ich während der Krankheit halt überhaupt nicht gemacht. Also das war wie, als hätte man mich ausgetauscht gegen das komplette Gegenteil von dem, was ich eigentlich war. Und das hat die Magersucht geschafft durch diesen Kontrollwahn, der da entstanden ist. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, oder einer der, also auch für mich größten Gründe, warum das so passiert ist. Ja. Ja. Du hast den Kontrollwahn gerade erwähnt. Ich glaube, das ist etwas, was jeder, der zuhört, kennt. Also entweder erkennt es, weiß sofort, wovon du sprichst, oder denkt sich jetzt gerade, oh ja, Kontrolle, könnte auch bei mir eine Rolle spielen. Egal, wo derjenige steht. Wie hast du den Kontrollwahn erlebt? Wie hat sich der Kontrollwahn, wenn wir es so ein bisschen sehen, wie etwas, was sich in dein Leben eingeschlichen hat, nach und nach die Flügel ausgebreitet hat, sodass es diesen Kontrollwahn im Grunde über dein ganzes Leben gedeckt hat? Wie hat sich das so konkret eingespielt über vielleicht bestimmte Dinge, die du gemacht hast? Also das, was mich total fasziniert, auch heute immer noch, war die Tatsache, dass ich also die Kontrolle natürlich erst einmal auf das Essen bezogen hat und auf die Tatsache, was ich esse, wie viel ich von irgendwas esse oder auch halt nicht und vor allen Dingen, wann ich esse. Und dass man den ganzen Tag, also in meinem Buch nenne ich das also Gedankenkarussell, ne? Ja.
Also den ganzen Tag denkt man darüber nach, was man tut, was man nicht tut, wie man den Tag handhabt, wenn irgendwas bevorsteht, wie man das dann tut, wenn man zum Beispiel nicht zu Hause ist. Und dass man quasi mit Dingen, die spontan passieren, überhaupt nicht klarkommt, weil das ja nicht in die Planungsstruktur reinpasst. Also erst einmal hat sich das nur bezogen aufs Essen, also nur in Anführungsstrichen aufs Essen und auf die Zeiten. Mhm. Als man dann total tief in der Magersucht drin war, hat sich das nicht nur aufs Essen und wann ich esse ausgewirkt, sondern auch darauf, wie ich bin, was ich mache, wann ich mich mit Freunden treffe, ob ich mich mit denen überhaupt treffe, wann ich irgendwie Hausaufgaben zu dem Zeitpunkt ja noch gemacht habe oder nicht. Wann ich generell Dinge zulasse oder nicht. Und vor allen Dingen, irgendwann habe ich das Leben ja selber auch gar nicht mehr zugelassen. Mhm. Das war ja dann so das Endprodukt, das also von dem Essen über die Tatsache, wie ich bin, über die Tatsache, ob es mich vielleicht überhaupt noch gibt. In all diesen Bereichen hat sich diese Kontrolle so, ja, wie du sagst, mit Flügeln ausgebreitet. Und das fand ich total erschreckend. So jetzt, wenn ich da so drüber nachdenke und ja auch drüber nachdenken darf, was Gedanken überhaupt bewirken können. Ja, und welche Kraft sie vor allem auch haben und welche Macht. Also ich habe es damals auch so als Macht, also nach dem Aufwachen und Entwickeln oder anzufangen, sich wirklich damit zu beschäftigen, habe ich mir auch gedacht, Wahnsinn, wie viel Macht die Gedanken über dich haben können. Doch im Grunde bist ja trotzdem noch du etwas. Also das Ich ist ja trotzdem das, was die Gedanken irgendwo ein Stück weit zusammensetzt und auswählt, worüber sich diese Welt überhaupt erschafft, die ich dann erlebe mit mir, die dann eventuell von Kontrolle geprägt sein kann. Ab dem Punkt, wo du realisiert hast, okay, wenn ich so weitermache, bedeutet das für mich, das Leben hat höchstwahrscheinlich ein Ende, wenn ich so weitermache. Als du das realisiert hast, wenn du das beschreiben kannst, also es ist mit Sicherheit nicht einfach, doch was war da so für dich ausschlaggebend, auch von den Gedanken her, um zu sehen, wow, es heißt nicht leben oder leben. Hier ist ein Punkt, wo ich eine Entscheidung treffen kann, muss. Wie hat sich das verändert? Also wie hat sich ein Gedanke verändert, der dann den Sinn gesehen hat im Leben? Also der Auslöser war für mich ja, dass plötzlich wer total Fremdes, also in diesem Fall der Arzt in der Klinik, diesen Satz so zu mir sagte, ich weiß nicht, ob du morgen noch da bist. Und aus irgendeinem Grund hatte der Satz so eine große Kraft, oder hat mir das also so viel gegeben, weil es plötzlich jemand war, der mich überhaupt nicht kannte, der mich vielleicht eine halbe Stunde gesehen hat und der sofort wusste, was mit mir passieren wird. Und alles vorher waren ja schon, das war ja anderthalb Jahre, vorher ist das ja alles schon ins Rollen gekommen und das war so der erste Moment, also das war wie so ein Schock quasi, als hätte mir jemand so das Herz rausgerissen oder so. Also als hätte mir jemand vielleicht auch so die rosa Brille abgenommen, wie man vielleicht so sagt, dass ich plötzlich realisiere, was ich da tue. Und dann, als ich dann wieder zu Hause war, habe ich dann auch gesehen, wie ich eigentlich aussehe. Also dass ich da irgendwie auch nur noch ein Strich in der Landschaft war, wenn überhaupt ich das vielleicht sogar noch war, und ich war keine Persönlichkeit mehr, ich sah total schrecklich aus, wie so ein Geist quasi. Mhm. Das war für mich der Moment, wo ich eigentlich gesehen habe, was ich da tue. Also das war, als wie wenn der einen Schalter in mir umgelegt hätte, und dafür bin ich super dankbar, weil ich nicht weiß, was um diesen Schalter passiert wäre. Aber das war so der Schlüsselmoment für mich, wo ich dann plötzlich wo ich plötzlich die Gedanken komplett umdrehen konnte. Ja. Das wünsche ich mir für jeden, der an dieser Krankheit betroffen ist, dass es für jeden diesen Moment geben wird, wo man sich selber wieder wahrnehmen kann. Ja. Das ist super. Ja.
auch, also falls er das hört, danke an deinen Arzt, weil es schien ja der richtige Weckruf im richtigen Moment gewesen zu sein, den du gebraucht hast, um das zu realisieren. Und dieses Realisieren ist ja immer der erste Schritt, um überhaupt hinzugucken, wahrzunehmen und zu sehen, was hier eigentlich gerade in deinem Leben, ja, die bestimmt, also wer oder was in deinem Leben über dich bestimmt. Also danke an deinen Arzt, dass er dieser Mensch war, der das bei dir in deinem Leben gemacht hat oder diese Rolle im Grunde hatte für deine Entwicklung. Du hast es dann ja realisiert und hast dir selber vielleicht auch dann gesagt, so, jetzt, ich weiß nicht wie, aber jetzt gehen wir das Ganze mal an. Wie hast du das gemacht? Also hast du da viel aktiv zu beigetragen? Hast du viel selber versucht in die Hand zu nehmen, recherchiert, Dinge rausgesucht, geguckt, was passt zu mir? Oder wie bist du das angegangen, als du gemerkt hast, ich brauche auch Unterstützung auf diesem Weg? Alleine? Genau, also ich hatte erst tatsächlich ambulante Therapie. Das war dann ein Hinweis auch von dem Krankenhaus, wo ich damals gelandet bin. Zum Glück hatte ich dort relativ schnell einen Platz bekommen. Das ist ja heutzutage auch nicht selbstverständlich. Also eins der Dinge, die ich am schrecklichsten finde, auch heute noch, wenn ich in Kontakt mit Betroffenen bin, ist die Wartezeit, die man hat, wenn man denn doch tatsächlich was ändern will, was ja so ein wichtiger Schritt ist, wie du gesagt hast. Und dann lässt man diese Menschen noch ein halbes Jahr warten oder so ähnlich. Und dann, also noch ein halbes Jahr diese Motivation aufrechtzuerhalten, ist also eine Riesenaufgabe, finde ich. Wo ich glaube, ich auch finde, dass ich da echt was ändern sollte. Aber ich hatte das Glück, dass ich relativ schnell therapeutische Hilfe bekommen könnte. Und mit den Therapeuten damals hatten wir das dann auch versucht, mit Hilfe von Essensplänen und so selber in den Griff zu bekommen. Und dann habe ich mich selber belogen, habe Dinge da reingeschrieben, die ich nie gegessen habe. Und da war ich irgendwie plötzlich dann doch wieder überfordert mit der Tatsache, dass mir jetzt geholfen werden kann. Und diese Tatsache, ist das schlimm, hört man das? Macht nichts. Also diese Tatsache hat mir, ich warte gerade mal kurz, kannst du das noch schneiden gleich? Oder ich kann das rausschneiden. Cool. Das war die Kaffeemaschine, die habe ich vergessen. Die kenne ich aus. Genau, also diese Tatsache, dass das mit dem Essensplan nicht funktioniert hat, hat mir dann so indirekt gezeigt, dass ich mich ja selber belüge. Also ich glaube, das war schon auch eine Strategie, die der Therapeut damals angewandt hat, weil er wusste, dass das wahrscheinlich alleine so erstmal auch nicht funktioniert. Und dann war irgendwann klar, also ich brauche da doch nochmal Hilfe. Das Gewicht ist dann auch nochmal runtergegangen und so. Und dann ging so der Kampf und um diesen Klinikaufenthalt los. Und ich nenne das bewusst Kampf, weil wir dann also zu so vielen Kliniken hingefahren sind mit meinen Eltern. Und man muss sich dann da ja so vorstellen. Und einem geht es ja sowieso nicht gut. Und irgendwie fühlt man sich auch total überfordert mit dem Ganzen. Und dann ist das auch, ja, war es total schwierig, dieser Kampf mit den Krankenkassen, also die Übernahme. Ich glaube, das kennen viele Betroffene auch und das ist auch heute leider immer noch nicht anders. Und ich bin dann auf eine Warteliste gekommen und einen Monat später angerufen worden. Und dann war ich in einer in der Uniklinik in Münster, die einen psychosomatischen Bereich haben, also jetzt nicht nur eine Klinik für Essstörungen, sondern auch Menschen, die andere Probleme haben. Und ich glaube, das war mein Glück, weil ich nämlich nicht dauerhaft 24/7 nur mit Menschen zusammen war, die das gleiche Problem hatten wie ich, sondern ich saß auch am Essenstisch und da gab es Menschen, die haben halt ganz normal gegessen, weil sie halt ein anderes Problem haben. Und das hat mich, ich glaube, das hat mir unglaublich geholfen, diesen Schritt dann auch zu gehen und diese Mahlzeiten zu essen, die man mir da vorgesetzt hat, und letztendlich wieder anzufangen zu leben. Das war so, wie sich das bei mir entwickelt hat. Diese 3 Monate dann dort. Ja, ja. Ich finde das auch
Also was ich auch so großartig finde, warum dein Buch keine Biografie ist, kein Sachbuch ist, sondern ein Kochbuch ist. Ich finde das großartig, weil es für manche ja im ersten Moment vielleicht nicht zusammenpasst, weil du dir dann denkst, hä, jeder führt Ernährungsprotokoll, jeder führt Essprotokolle, jeder ist doch den ganzen Tag mit dem Essen beschäftigt und dann erscheint ein Kochbuch. Und dieses Kochbuch sagt quasi mein Kochbuch für ein neues Leben. Mhm. Wenn du uns mal an dieses Buch mit reinnehmen magst, was sich dahinter verbirgt, was mich darin auch erwartet, wie es für dich auch vom Verständnis her zusammenpasst mit, es macht trotzdem, auch wenn Essen, auch wenn du denkst, Essen ist dein Problem oder wenn du das Gefühl hast, Essen ist dein Problem, die Themen dahinter noch gar nicht so genau kennst für dich oder aufgeschlüsselt hast, kann es trotzdem hilfreich sein, für dich einen anderen Blickwinkel zu bekommen mit vielleicht deinem Buch. Was verbirgt sich da drin? Ja. Also erstmal verbirgt sich da ein Herzensprojekt hinter. Mir war also relativ schnell klar, auch nach dem Klinikaufenthalt, dass ich aus dieser Erfahrung, die ich hatte, auch irgendwas machen möchte, irgendwas, wo ich anderen Menschen helfen kann, diese Krankheit auch zu überwinden, weil es leider viel zu viele Menschen gibt, die davon betroffen sind. Und dann wollte ich gerne ein Buch schreiben, einfach, glaube ich, auch um das selber nochmal so zu verarbeiten, was da passiert ist. Aber irgendwie, also eine Autobiografie, die gibt es ja schon. Und die sind alle super. Und auch wenn der Mensch dahinter ja auch immer anders ist und die Motivationen oder auch die Gründe, warum man in die Magersucht hineingerät, unterschiedlich sind, sind doch die Symptome alle immer relativ ähnlich. Und ich wollte jetzt nicht noch eine Autobiografie schreiben, wie gesagt, weil es schon super Bücher gibt. Ja. Was kann ich denn anders schreiben? Und dann, genau, war das in Irland, wo ich dann irgendwie so viel unterwegs war und Kochkurse besucht habe, weil mich das plötzlich total fasziniert hat, wie Menschen Freude am Kochen haben und da irgendwie so ein riesen Event ja auch draus machen. Wollte ich dann gerne ein Kochbuch schreiben und habe überlegt, wie das denn funktionieren kann. Und ich wusste von vornherein, dass dieses Kochbuch anders aufgebaut sein muss. Also keine Grammangaben zu verwenden, also weg von dieser Kontrolle zu gehen. Außerdem wollte ich nicht diese Standardeinteilung Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen nehmen, sondern irgendwie auch das Buch inhaltlich nochmal anders aufbauen. Und dann ist die Idee entstanden, die Kapitel mit Gefühlen aufzubauen, die man während der Magersucht eigentlich nicht zulassen kann. Also Luftsprünge zu machen, mutig zu sein, Dinge auszuprobieren, sich als auch von verschiedenen Geschmäckern inspirieren zu lassen, wissensdurstig zu sein. Also es gibt ein Kapitel, das heißt Habe Wissensdurst, und es beschäftigt sich also dann mit verschiedenen Rezepten zu Getränken und so, aber selber auch sich wieder verstehen zu lernen. Dieser Gedanke steckt so dahinter. Und cool. Ist dann halt, also hat Rezepte, die dann auch zu dem Überthema passen, aber enthält auch immer einen kleinen Ratgeberanteil, wo ich von meiner persönlichen Geschichte noch erzähle. Das sind meistens so zwei Sachen. Und die dann noch so ein bisschen in das Kapitel einleiten. Also deswegen ist es auch so ein Misch zwischen Ratgeber und Kochbuch geworden. Cool. Und halt ein Riesenherzensprojekt, wo ich meinem Verlag unglaublich dankbar bin, dem Trias Verlag, dass ich da mit den Leuten zusammenarbeiten durfte und das Buch zu dem machen konnte, was es jetzt ist. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass man das jetzt so im Buchhandel kaufen kann. Also total schön, weil es waren auch zweieinhalb Jahre knapp, die man dann also zusammengearbeitet hat, bis es dann endlich da ist. Und, Wahnsinn, das glaube ich. Ein Buch ist ja immer, ja, wie du schon sagst, es hat ja so einen Aufarbeitungscharakter für dich selbst. Es ist ja auch nochmal so ein Abtauchen, Eintauchen in deine Geschichte, in deine Vergangenheit, also das, was wir vorhin gemacht haben,
in detailliert. Und ja, über 2,5 Jahre hast du gerade gesagt. Also das bedeutet ja auch für dich, also diese 2,5 Jahre stehen ja für dich auch nochmal für eine Entwicklung, Auseinandersetzung mit all den Themen, die für dich eine Rolle gespielt haben, die für dich mit der Essstörung, mit der Magersucht zusammengehangen haben. Das ist ja eine ganz intensive Zeit, die sicherlich auch für dich nochmal was mit sich gebracht hat oder in deiner eigenen Entwicklung etwas gemacht hat. Kannst du da vielleicht, kannst du vielleicht beschreiben, was dieser Buchprozess, diese 2,5 Jahre Auseinandersetzung mit den Inhalten, die Entwicklung von den Ideen, Wissensdurst, ja, das ist das, was da auf jeden Fall gefehlt hat, was hilfreich ist, um dazu dann Rezepte zu entwickeln, die für Wissensdurst stehen können, um das alltagstauglich zu machen. Denn im Grunde, jeder, der dann das Rezept macht, dieses Getränk trinkt, trinkt es ja mit dem Bewusstsein von Wissensdurst und erinnert sich an die Dinge, die er dazu gelesen hat in deinem Buch. Was hat dieser Buchprozess für dich an Bedeutung gehabt und hat es sicherlich heute noch? Ja. Also für mich hat das Buch bedeutet, dass ich die Krankheit verstehen lerne. Und zwar nicht mehr so ganz aus der Sicht eines Betroffenen, weil eigentlich habe ich mich ja schon ganz gut gefühlt, auch als ich das Buch geschrieben habe. Also ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum das ja auch eine relativ lange Zeitspanne zwischen Erkrankung und dem Schreiben des Buches war, weil ich glaube, ich brauchte erstmal einen gewissen Abstand, um überhaupt das Buch so schreiben zu können, das jetzt halt auch in den Händen halten können. Und für mich hat das einen Perspektivenwechsel bedeutet. Ich habe einfach versucht, einzutauchen und die Krankheit verstehbar zu machen, auch für Menschen, die vielleicht nicht davon betroffen sind, weil ich auch so in der Gesellschaft sehe, wie auch medial mit der Krankheit umgegangen wird und wie sie dargestellt wird. Und ich wollte, dass man nochmal mit einem anderen Blickwinkel darauf gucken kann und dass auch Interessierte oder Freunde und Bekannte das lesen können und die Krankheit verstehen lernen. Und für mich, also ist die ganzen Ideen zu dem Buch sind halt irgendwie immer, also das war einfach wirklich ein Prozess und ich hatte das Gefühl, das kam einfach so aus mir raus. Ja, Durch die Tatsache, dass ich ja keine Grammangaben verwende und alternative Mengenangaben verwende, so wie eine Handvoll und so weiter, eine Prise, damit man auch beim Essen also wieder Gefühl bekommt, weil meine Oma, die kocht nie mit dem Kochbuch, ne? Die kochen immer alle mit Gefühl und das funktioniert nicht. Und Kochbücher sind hilfreich, total. Also wenn man irgendwas perfekt hinkriegen will, natürlich, aber das war ja nicht der Anspruch des Buches. Das war ein Riesenprozess, wo ich so dankbar bin, dass ich diese Perspektive einnehmen durfte. Und jetzt auch im Austausch mit Betroffenen und Angehörigen ganz viel noch wieder über die Krankheit lernen kann. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich glaube, das ist immer noch ein Mysterium, egal wie lange man sich damit beschäftigt. Es gibt ja einen Grund, warum das immer noch so schwierig auch zu behandeln ist. Es gibt ja noch nicht den einen mega Heilungsprozess, weil es an einem selber liegt. Und ich glaube, das ist es, was der Medizin das auch so schwierig macht. Und wenn ich da ein Stück zu beitragen darf, Menschen zu helfen, dann also bedeutet das total viel für mich. Ja. Ich glaube, dass alles, was da ist, also jedes Buch, jede Form von Klinik, jede Therapieform, also dass alles, was existiert, dass es für den Einzelnen an einem bestimmten Punkt, wo er steht, auf dem Weg etwas Passendes sein kann, was meistens ja nie bedeutet, auch wenn der Wunsch so groß ist, bedeutet es ja meistens nie, ich mache das eine und dann bin ich fertig. Ja. Ich glaube, dass das eher so zu dem zusätzlichen Druck führen kann, den sich derjenige dann selber macht auf dem Weg. Und ich glaube, dass es da auch wichtig ist, zum Beispiel jetzt über deine Geschichte, über meine Geschichte, über viele, viele andere Geschichten, die darüber erzählen, über ihren Weg. Ich glaube, dass das schon so hilfreich sein kann, um einfach auch deutlich zu machen, dass es hier um eine Entwicklung geht, die ihre Zeit braucht. Du hast dein eigenes Tempo. Es gibt
es gibt niemanden von außen, der jetzt dein Tempo beschleunigen kann, weil er irgendwie das Tool hat für dich. Es liegt letztendlich immer an einem selbst und dass man auch da, das war für mich zum Beispiel auch ganz wertvoll, auch da in meiner Entwicklung zu verstehen, dass ich die nicht kontrollieren kann. Ich habe nicht unter Kontrolle, ob ich mich, ja, wie schnell ich hier vorankomme auf meinem Weg. Also selbst da hat so Kontrolle und Kontrolle loslassen auch eine wertvolle Funktion gehabt und hatte auch eine wertvolle Aufgabe. Doch es ging auch da um das Loslassen von Kontrolle. Total, ja. Das fand ich auch super spannend, als ich das erkannt habe. Ja, also genau. Also das ist auch etwas, das schreibe ich auch im Buch, ne? Also dass meine Geschichte jetzt eine von vielen ist und dass man jetzt, also ich schreibe wirklich, dass man das Buch nicht vor Frust in die Ecke schmeißen soll, wenn es halt mal doch nicht so funktioniert. Weil mein Weg nicht bedeutet, dass es der Weg von anderen sein muss. Aber vielleicht gibt es Ideen, die anderen Menschen helfen, den einen oder den anderen Weg einzuschlagen. Und das war mir halt auch ganz wichtig, dass dieses Buch zeigt, dass es eine Geschichte von vielen ist und dass es letztendlich für jede Art von Magersucht und jeder Person, die dahinter steckt, gibt es einen individuellen Weg. Und ich glaube, das ist das, was so wichtig ist, was Menschen realisieren müssen und vor allen Dingen auch das Umfeld realisieren muss. Ne? Also auch so Freunde und die Familie, ne, dass, dann wird man vielleicht mal schnell ungeduldig oder so und dann sagen die, ach, jetzt mach doch mal und stell dich doch nicht so an und so diese ganzen Kommentare, die man kennt, ist doch einfach. Ne? Ja. Das braucht erstens Zeit und zweitens ganz viel Mut und drittens einen individuellen Weg, der halt auch lange dauern kann. Und das muss man, glaube ich, verstehen mehr. Und so eine Diskussion, die ich auch immer wieder mitbekomme, die ganz viel gefragt werde, ist, denkst du, dass du jetzt geheilt bist für immer? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich glaube nicht, dass man das komplett loslassen kann. Also ich finde, das ist immer ein Teil von mir und Essen umgibt mich jeden Tag und mit dem Buch jetzt auch nochmal, bin ich da auch nochmal ganz anders mit beschäftigt. Aber ich glaube, es ist die Umgangsweise, wie viel man die Krankheit ja Teil des Alltags werden lässt oder eben halt nicht. Ich glaube nicht, dass man das komplett loslassen kann, aber man kann damit umgehen. Und die Frage dann genau, wie man im Leben damit umgeht, das ist, glaube ich, das, was die Heilung denn ausmacht am Ende. Ja. Das ist also schön, wie du es beschreibst. Ich glaube auch, ich habe letztens auch darüber gesprochen, über Heilung. Ich glaube, dass Heilung schon stattfindet, wenn du das realisiert hast. Also ich glaube, Heilung ist das, was innerlich passiert. Ich glaube, Heilung ist wie eine Kapitelüberschrift über diesen Lebensbereich oder Abschnitt, je nachdem, wie es sich anfühlt. Aber aus meiner Sicht ist Heilung das große Ganze. Das, was so da drüber steht und was passiert, sobald du anfängst, das zu realisieren und dich damit beschäftigst, wird es hier und da Stellen oder Wunden oder Dinge geben, die in dir anfangen können zu heilen. Und das ist auch aus meiner Sicht auch eher so ein Prozess, so wie du es auch beschrieben hast. Es ist so eine Sache, ein Heilungsprozess, der läuft auch manchmal, ohne dass du es jetzt bewusst merkst und sagst, oh, ich heile gerade. Genau, das passiert einfach. Und auch jetzt immer noch im Austausch mit anderen oder auch mit meinem Mann, wenn wir uns mal über das Buch unterhalten oder so, dann realisiere ich manchmal auch noch Dinge, wo ich denke, ach ja, daran hätte es auch noch liegen können oder liegt es immer noch. Und ich glaube, dass es so wertvoll ist, dass man sich dann da bewusst mit auseinandersetzt und das eben nicht versucht zu verdrängen, sondern das zuzulassen und das auch irgendwie aufzuwühlen. Ich glaube, das ist schon auch ein Stück des Heilungsprozesses, der ganz, ganz wichtig ist, auch im Austausch mit anderen zu treten, egal ob das jetzt Betroffene sind oder nicht. Aber das finde ich total wertvoll. Hilft mir auch heute noch, Dinge zu verstehen. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Nadine, ich danke dir so unglaublich doll für deine Offenheit. Ich finde es, oder ich bin einfach immer so dankbar, mit Menschen zu sprechen, die sich öffnen, die darüber reden können, die an so einem Punkt sind, wo sie sagen, ich spreche jetzt darüber und ich bin auch bereit und öffne mich dem und möchte es vor allem auch teilen, weil ich weiß, dass andere durch, und wenn es ein Wort ist, aber dass andere dadurch auf jeden Fall irgendwas für sich mitnehmen können, sei es einen kleinen Funken Mut, einen großen Funken Mut, Inspiration, also ganz egal, dafür möchte ich dir einfach danken, weil ich daran glaube, dass es etwas macht mit jedem, der das jetzt gehört hat. Ja, also ich finde es auch total super, mit Menschen wie dir in Kontakt zu treten, auch das zu unterstützen, was du tust. Ich finde das total super und ich bin einfach dankbar dafür, dass wir uns alle austauschen können und dass wir ein Stück weit dazu beitragen können, das auch in der Gesellschaft hörbar zu machen. Ja, das stimmt. Danke. Gerne. Gibt es da abschließend noch etwas, was du, also wenn du davon ausgehst, viele, die zuhören, sind sicherlich hauptsächlich Betroffene, viele, viele Frauen und vielleicht auch hier und da Angehörige, doch sagen wir mal Schwerpunkt Menschen, die wissen, wovon du gesprochen hast und die auch fühlen können und nachempfinden, was du erlebt hast. Gibt es irgendwas, was du diesen Menschen mitgeben möchtest? Das kann alles sein. Es kann einfach nur irgendwas sein, was du sagen möchtest. Es kann sein, was irgendwas ist, was im Außen existiert. Also Buch, Film, egal. Irgendetwas, was wertvoll für dich war, was du teilen möchtest. Also für mich ist es total wichtig, den Hörern und Hörerinnen mitzuteilen, dass man nie aufgeben soll. Also dass man versuchen soll, das Positive des Lebens zu sehen und zu sehen, dass jeder Tag ein Geschenk ist, der so viel bereithalten kann, und dass auch Rückschläge immer da sein werden. Das geht gar nicht anders, aber dass man diese Rückschläge auch nochmal versucht, in etwas Positives umzuwandeln und um dann nochmal mehr weiterzukommen in den Weg aus der Essstörung oder aus der Magersucht heraus, und Freunde bei sich zu haben und zu erzählen darüber, sich zu öffnen. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist und was ich mir wünschen würde, dass Betroffene da eben auch Zugang zu haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich, ich freue mich sehr darauf, dieses Gespräch zu teilen. Und danke dir einfach nochmal von Herzen für deine Zeit und für deine Offenheit. Und freue mich, wenn wir uns eines Tages irgendwo sehen, ob jetzt in Deutschland oder in Irland, da bin ich offen. Ja, ich bin auch. Und alles Gute für den Podcast weiterhin. Danke, dir auch natürlich. Alle Links zum Kochbuch von Nadine, zu ihrer Facebook-Seite, zu ihrem Instagram-Kanal und auch zur Website findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, Feedback von dir zu bekommen, entweder bei Instagram unter einem Post zu diesem Interview oder auch bei iTunes als Rezension zum Soulful Journey Podcast. Melde dich wirklich jederzeit gerne, tritt in Austausch in unserer Facebook-Community und fühl dich ganz herzlich umarmt. Wir hören uns bald wieder. Ein Hoch auf uns, deine Kira.